Ich war heute bei Bill und Tom beim Cowlitz Hills Podcast live in Hamburg mit dabei und habe dort auf der Bühne performt. Die ganze Geschichte und Erfahrung war natürlich unglaublich crazy und ich zeige euch heute mal, wie der Tag war. Und erzähle ich am Ende auch, wie es dazu gekommen ist. Denn als Zirkusartistin bin ich schon auf ganz verschiedenen Bühnen aufgetreten, auf so einer kleinen Bühne aber noch nie. Womit du dich wohlfühlst in dem Rahmen, der möglich ist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also du musst sagen, wie du dich safe fühlst. Die Bühne war ja eigentlich richtig groß, aber der Teil, auf dem ich performen konnte, war sehr, sehr klein und halb davon war Teppich. Zum Glück war ich sehr früh da und mir wurde auch sehr viel Zeit auf der Bühne gegeben. Während dem ganzen Soundcheck von Malou durfte ich auf der Bühne auch Sachen ausprobieren. Ich habe dann meine Nummer stark gekürzt, nur Sachen reingemacht, die auch auf diesen Boden gehen und war dann aber nach einiger Zeit dann auch ziemlich sicher damit. Die Produktion für so eine Show ist natürlich riesig groß, viel, viel größer als man erwarten würde. Die Menge an Leuten, die daran arbeiten, ist echt verrückt und ich muss sagen, jede einzelne Person, die ich hier getroffen habe heute, war unglaublich nett. Super professionell, wer hätte es gedacht, super hilfsbereit und sehr, sehr freundlich und einfach nett. Na, Bill, freu mich auch. Wir quatschen gleich nochmal. Geht's dir gut? Alles gut? Ja. Diese zwei Mäuse waren genauso toll wie im Podcast. Mega sympathisch. Auch während den Proben sind sie die ganzen Sachen nochmal durchgegangen, wir haben noch Sachen verändert. Weißt du, dann machst du erst die Performance, wir kündigen das an, dann machst du deine Performance und dann kommst du drüber aufs Sofa. Wir haben dann noch das Rad rübergetragen, damit alles bereit ist für die Performance und dann ging es auch schon Backstage. Der Stage Manager Robin hat mir im Prinzip alles erklärt, wo ich wann sein soll und ich hatte die ganze Zeit Ansprechpartner, wenn ich irgendwie was gebraucht hätte, aber alles hat echt wunderbar funktioniert. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Obstteller gekriegt habe, oder wo ich aufgeregt bin, ist nicht, weil da so viele Leute zu gucken, sondern weil ich einfach nicht hundertprozentig sicher bin in dem, was ich mache. Aber wird klar. Ich hatte heute den Daniel mit dabei, der mir assistiert hat und auch sehr viel gefilmt hat und der hat diese ganzen Aufnahmen aufgenommen und das ist natürlich sehr cool, so jemanden zu haben, das habe ich sonst nie. Hallo? Hereinspaziert. Ich habe hier so einen Zeitplan. Ah, cool. Hier steht bei 20.15 Uhr Gast 1 Tänzerin. Ja, das bin wahrscheinlich ich. Ja, auf jeden Fall. 20.50 Uhr, perfekt. Wir haben noch ein letztes Mal abgecheckt, wie ich von der Umkleidekabine bis hinter die Bühne auf die Bühnenseite komme, wo ich hin muss. Hat alles geklappt und jetzt ist es Zeit, sich auch schon umzuziehen. Es sind heute 13.000 Zuschauer hier. Eine Riesenmenge an Menschen. Moment, sie müssen wirklich starten. Und im Nachhinein haben mir ganz viele von euch geschrieben, das heißt auch viele von euch waren heute hier. Die Stimmung war unglaublich. Wenn alle Leute applaudiert haben, war es richtig laut. Und das gab es sehr, sehr oft, denn Bill und Tom haben eine super Show hingelegt. Vor einigen Wochen haben die beiden mich im Moulin Rouge in Paris auftreten sehen. Als ich das rausgefunden habe, habe ich dir natürlich sofort eine E-Mail geschrieben und ein Video dazu gemacht, was ihr habt viral gehen lassen. Und dadurch ist der Kontakt entstanden, dass ich heute hier auftreten darf. Und obwohl die Bühne klein war und ich nicht alles zeigen konnte, was ich eigentlich kann, war es eine unglaublich tolle Erfahrung, hier auf der Bühne stehen zu dürfen, vor euch, mit Bill und Tom. Und das Ganze war auf einer riesengroßen Leinwand ausgestrahlt. Was für eine tolle Erfahrung. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute sein durfte. Ich hatte echt so eine tolle Zeit auf der Bühne und das Ganze mal auch hinter den Kulissen zu sehen. Ich will mal anfassen, Robin. Aber bei der Versetzung. Und das ist ja schon auch geil. Also so ein guter Umstand, das ist ja schon auch. Das Standing, also für den Artisten da aufzutreten, ist der Hammer. Ja. Und 6 Monate ist perfekt, weil es sind sehr viele Shows und wir spielen 12 Shows die Woche, jeden Tag 2 Shows. Willst du ein Stück Champagner bringen? Sehr gerne. Ja. Ja, Moulin Rouge ist ja einfach so ein Klassiker. Und macht ihr auch untereinander viel runter? Also wenn der, dann so, nein! Und ich muss echt sagen, Bill und Tom sind echt die süßesten zwei Mäuse. Cheers! Schön, dass du da warst. Großen Applaus nochmal! Dankeschön!